dabei seid. Heute gibt es ein Fashion Haul Video für euch und ich habe noch ein paar Sachen bei Müller gekauft und bei Brigitte Brigitte und so weiter, das zeige ich euch alles. Das war alles gar nicht geplant, dass ich shoppen gehe. Das Wetter war aber so schön am Samstag, die Sonne hat geschienen und irgendwie habe ich mir gedacht, Mensch, toll, wir gehen ein bisschen spazieren in der Innenstadt und meine Kinder wollten dann in die Skaterhalle, haben sie dann auch gemacht mit meinem Mann und ich durfte 2 Stunden quasi ein bisschen in den Geschäften bummeln. Ich habe speziell nichts gesucht, nur eine Kleinigkeit, aber dann sind mir so viele Sachen in die Hände gefallen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Lasst mir das mal bitte da in den Kommentaren. Also manchmal, wenn ich Zeit habe und losziehe und sage, Mensch, heute gehe ich shoppen, gefallen mir total wenig Sachen und wenn ich eigentlich gar nicht auf dem Plan habe, shoppen zu gehen, da gefallen mir ganz viele Sachen und so war es auch diesmal und die Sachen haben mir tatsächlich auch gepasst, was auch nochmal selten ist, aber ganz egal, wir legen jetzt los, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video, vielleicht ist ja eine kleine Inspiration dabei, die Sachen sind ganz aktuell und wir legen los mit dem Grund, warum ich eigentlich ja, zu H&M gegangen bin, meine Freundin bekommt nämlich ein Baby, ein Mädchen, yeah, hurra, ja und da war eine Babyparty angesagt, quasi eine Überraschungsparty. Sie hat nichts davon gewusst und deshalb habe ich eine Kleinigkeit für sie gebraucht. Vielleicht habt ihr euch schon im Intro gewundert. Ja, dieses Teil ist quasi nicht für mich, es war nur ein Spaß. Es ist eben für meine Freundin, für ihr Baby. Mir hat es total gut gefallen. Ich liebe es, Mädchensachen zu kaufen. Das ist so ein kleiner Cardigan. Und ja, total edel gemacht, hier unten nochmal so ja, abgesteppt quasi, also ganz, ganz süß mit diesen Rüschchen. Das habe ich jetzt bezahlt, 12,99 €, in der 68 habe ich es genommen, ich habe es extra ein bisschen größer genommen, weil wenn die Babys auf die Welt kommen, haben sie ja dann meist doch ganz schön viel. Und ja, also so viel dazu, deshalb war ich bei H&M, aber mir sind wie gesagt ganz viele Sachen in die Hände gefallen. Und zwar fange ich jetzt mal mit dieser wunderschönen Bluse hier an. Oh mein Gott, ich habe die gesehen und habe mir gedacht, die brauche ich unbedingt. Hoffentlich ist sie in meiner Größe da. Also ich habe es jetzt in 34 genommen für 19,99 €. Die ist wirklich ganz, ganz edel gemacht. Also so ganz toll vernäht und hier mit diesen ja, Rüschchen und so weiter. Sie ist halt sehr transparent, wie ihr sehen könnt. Aber ja, da werde ich mir auf jeden Fall noch ein blaues Top ja, zulegen und hier auch an den Ärmeln ist sie nicht einfach so geschnitten, sondern ja, hier nochmal so ein bisschen mit diesen Rüschchen, also mir gefällt sie total gut. Ich freue mich wahnsinnig drauf, die zu tragen dann im Sommer bzw. im Frühling oder dann halt jetzt schon mit einem Blazer drüber zum Beispiel, ja, da ist man ganz schick angezogen. Also die hat mir schon mal super gut gefallen. Dann habe ich mir noch einen Rock mitgenommen und Röcke und ich, wir sind keine besten Freunde, also ich habe wirklich wahnsinnige Schwierigkeiten, Röcke zu finden. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, irgendwie habe ich wirklich einen komischen Körperbau, keine Ahnung. Also ich habe ja sehr kurze Beine und bin aber doch recht schmal, also naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind mir an dem Tag sogar 2 Röcke in die Hände gefallen. Also wir kommen mal zum ersten und zwar ist es dieser hier, ja auch bei H&M. So rum ist es richtig. Der hat nämlich hier vorne das so geschnitten, dass ja hier nochmal so ein Eck absteht. Also dass das Eck quasi hier unten nochmal rausschaut und ich habe es sogar in XS nehmen müssen. Beim S war es bei mir so, dass er oben nochmal so abgestanden ist und das mag ich natürlich nicht. Also habe ich XS genommen für 14,99 €, kann man da echt nichts falsch machen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ich zeige euch zum Schluss von der H&M-Geschichte mein Lieblingsteil. Jetzt kommen wir mal zu einer Shorts. Ey, ich und Shorts habe ich auch nie Glück, welche zu finden. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die sind mir immer entweder zu groß oder zu lang. Und es passt einfach alles nicht. Aber diesmal habe ich eine gefunden und zwar diese hier. Die ist auch blau. Also irgendwie habe ich es auf blau abgesehen. Ich habe echt wenig in blau in meinem Kleiderschrank. Und diesmal hatte ich total Glück. Die gefällt mir total gut vom Stoff. Und ja, ich habe die 34 genommen für 19,99 €. Da bin ich auch ganz glücklich, dass die echt passt. Und ja, die kann ich jetzt natürlich auch schon anziehen mit einer blickdichten Strumpfhose zum Beispiel. Jetzt, wo es noch so ein bisschen kalt ist. Oder dann halt für den Frühling total schön kombinieren mit einer schönen Bluse. Also da habe ich mich echt gefreut, dass ich die geschnappt habe. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil bei H&M. Oh mein Gott, ich und Kleider. Also es ist allgemein schwierig für mich, Klamotten zu finden. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber bei Kleidern ist es auch wieder so, dass sie mir entweder zu lang sind oder zum Beispiel hier oben dann spannen, wenn ich die 34 nehme. Wenn ich die 36 nehme, würden sie total rumflattern unten und hier oben. Also es ist wirklich schwierig.
So, ich habe aber ein Kleid gefunden. Oh mein Gott, es gefällt mir so gut. Ich bin so glücklich, dass ich mir das gekauft habe. Und zwar hat die liebe Melli von Mellys Blog ein Bild gepostet auf Instagram mit einem Punktekleid. Und irgendwie habe ich mir gedacht, boah, das sieht ja voll süß aus. Ich gehe dann mal gucken, wenn ich Zeit habe bei H&M. Und dann war ich dort. Das Kleid, das sie anhatte, gab es nicht, aber es gab eben dieses hier. Und ich bin so verliebt. Es steht mir so gut, es passt exakt. Vor allen Dingen, weil halt hier nochmal so ein kleiner Bändel dabei ist. Und dann kann man sich das eben nochmal zuziehen. Und dann sieht es also wirklich ganz toll aus. Ich habe 34 genommen für 29,99 Euro. Und ich weiß schon, wann ich das anziehen werde. Und da bin ich echt total glücklich. So, mein Hauptaugenmerk war aber auf Zara gelegen, weil ich eine Hose gesucht habe bei Zara und so eine spezielle Jacke. Ich bin bei Zara rein und hatte gute Laune und habe mir gedacht, yeah, ich bin bei Zara, und ich habe nichts gefunden. Also nichts von dem, was ich gesucht habe. War dann schon total deprimiert und irgendwann, unglaublich aber wahr, an einem Shoppingtag zwei Röcke, unglaublich, ja, ist mir dieser Rock hier in die Hände gefallen. Und ich habe mir so gedacht, boah, sieht der edel aus. Also der ist auch vom Stoff her richtig fest und ganz toll vernäht und so weiter. Also ganz edel. Ich denke, ich werde den dann im Büro anziehen oder mal, wenn ich irgendwas Besonderes vorhabe. Also der gefällt mir richtig gut. Der hat hier an der Seite nochmal einen Reißverschluss. Wirklich ganz, ganz edel, dieser Rock. Und der hat gekostet 39,95 Euro in XS. Den muss ich mir halt ziemlich weit hochziehen. Also der ist schon bis zur Hüfte und da passt er mir dann hier also wirklich perfekt. Ich war ganz, ganz glücklich. So, das waren die Sachen an dem einen Tag, als wir eben mit den Kindern in der Stadt waren. Aber ich wollte euch zwei Sachen von Mango noch zeigen. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die sind aber schon ein paar Tage älter. Aber ich muss die euch auch unbedingt zeigen, weil sie mir so gut gefallen. Und zwar ist es zum einen dieser Pulli hier mit den Sternen. Das ist ja jetzt total modern. Und der war nämlich reduziert von 29,99 Euro auf 19,99 Euro. Also da könnt ihr auf jeden Fall noch Schnapper machen. Jetzt reduzieren die ja alles total radikal. Und da kann man echt noch schöne Schnäppchen ergattern sozusagen. Und dann habe ich noch diesen Pulli hier mitgenommen. Ich mag ja so grob gestrickte Pullis total gerne. Eigentlich war ich auf der Suche nach einem richtig langen, grob gestrickten Pulli, habe aber leider keinen gefunden, weil ich den dann eben mit einer blickdichten Strumpfhose kombinieren wollte und Stiefel drauf. Aber alles, was ich genommen habe, also selbst wenn ich M oder L genommen habe, dann waren die mir hier oben total weit. Haben zwar von der Länge gepasst, aber naja, egal. Also der ist das jetzt auch nicht wirklich so, wie ich es mir gedacht habe, aber der hat mir halt von der Machart total gut gefallen. Und der war auch reduziert von 29,99 Euro auf 19,99 Euro. Ich habe den schon getragen, deswegen ist das Etikett weg. Ja, und dann machen wir mal weiter. Ich hatte dann noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, meine Kinder waren ja gut aufgehoben mit dem Papa in der Skaterhalle. Ich bin dann noch zu Müller, weil ich dringend Abschminktücher gebraucht habe. Und deswegen habe ich mir dann ja wie immer meine neutrogene Abschminktücher mitgenommen. Die gibt es ja bei uns nur bei Müller, total blöd. Und ich habe halt leider keinen Müller in der Nähe. Und deswegen habe ich mir gleich zwei Packungen genommen. Und dann habe ich mir ganz unspektakulär wieder Einweg-Rasierer mitgenommen. Hier die von Wilkinson. Also nichts Großartiges. Und dann ist mein Hitzeschutzspray leer gegangen, dieses in glatt. Das Lockige, das reicht mir noch eine Weile. Also das ist ja dieses von L'Oreal El Net. Das zeige ich euch dann auch noch in meinem Aufgebraucht-Video. Wie gesagt, es ist mir leer gegangen. Das kostet ja um die 5 Euro. Und ihr wisst ja, dass ich eigentlich Drogeriekaufverbot habe. Das habe ich mir ja selbst erteilt, weil ich auch ein paar Sachen spare. Und ich war wirklich ganz, ganz artig. Aber dieses Angebot hier, das musste ich mitnehmen von Sally Hansen. Und zwar ist es nämlich so, dass dieser Insta-Dry Topcoat mit dabei ist. Und ein wunderschöner Nagellack. Den gibt es in verschiedenen Farben. Wie gesagt, das ist jetzt im Moment eine Aktion für 12,95 Euro. Wenn man sich ausrechnet, würde das über 16 Euro kosten. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Aber den Nagellack, den werde ich jetzt meiner Schwester schenken. Die wünscht sich den nämlich. Das ist eine ganz spezielle Farbe. Ich trage den heute auch auf den Nägeln. Das hat sie mir erlaubt. Das ist die Farbe Area Red Y, also Ready, Fragezeichen, also Wortspiel. Genau, und fand den ganz, ganz toll. Aber ich hatte es eben auf diesen Insta-Dry abgesehen, weil ich schon so viel davon gehört habe und irgendwie bin ich nicht dran vorbeigekommen. Und wie gesagt, ich möchte es halt meiner Schwester schenken, deswegen habe ich es mitgenommen. Und dann habe ich noch mitgenommen, das ist aber schon ein bisschen was her,
paar Tage, 3-4 Tage bei DM, diesen hier, obwohl ich ja Kaufverbot habe. Aber ich hatte euch auch in dem Video eben erzählt, dass mir dieses Rot hier super gut gefallen hat und ich habe es nur zweimal aufgetragen, hat es ja dann bei meiner Tante in Italien gelassen. Und jetzt im Moment ist es eben ein Angebot, es gibt gratis diesen Basecode noch dazu und deswegen für den Preis, der hat mir halt in meiner Sammlung gefehlt, habe ich es mir mitgenommen. Dann habe ich mir von Catrice noch diese falschen Wimpern hier mitgenommen, das hat aber auch einen besonderen Grund und zwar bin ich jetzt bald wieder auf ein Event eingeladen und ich habe ja die von Adeco, die mag ich ja so gerne, aber die kosten ja 10 Euro, also die finde ich wirklich bombastisch. Ich wollte aber welche zum Wechsel haben, weil wenn ich dann an dem einen Tag die von Adeco drauf habe, mir die abends abmache, bin ich mir sicher, dass ich am nächsten Tag nicht wieder dieselben drauf machen werde, weil die müssen ja erst gereinigt werden und so weiter. Deswegen habe ich mir mal die mitgenommen für 3,95 Euro. Denke ich, kann man da nichts falsch machen. Ja, das war soweit bei Müller, also ich war total artig. Ein Lob für mich. Und dann bin ich noch zu IM. IM mag ich ja total gerne. Alle, die mich schon länger verfolgen, wissen das auch. Die haben wirklich tollen Schmuck. Und da gehe ich halt hauptsächlich hin, weil es da so Punkte gibt. Ich weiß nicht, ob ihr von dem System schon mal gehört habt. Also bei 10 Euro bekommt ihr so einen silbernen Punkt. Den klebt ihr auf so eine Karte, auf so eine Treuekarte. Und wenn die voll ist, bekommt ihr dann eben 30%. Das habe ich auch schon geschafft. Und das ist natürlich echt ein Wort. 30% ist echt viel Geld. Also wenn man sich es ausrechnet. Und deswegen gehe ich halt lieber zu IM anstatt zu Brigitte Brigitte. Das sage ich euch aber gleich auch noch eine Kleinigkeit. Das ist aber auch schon ein paar Tage länger her. Ich wollte es euch aber auch nicht vorenthalten. Also bei IM habe ich mir halt auf jeden Fall diese Federohrringe mitgenommen. Ich fand die ganz nett. Irgendwie hatte ich Lust an dem Tag auf Federn. Beide würde ich nicht tragen. Das mache ich nie. Wenn, dann hänge ich mir nur einen rein und auf der anderen Seite dann einen kleinen Stecker nur. Und mir haben die total gut gefallen. Ebenso frühlingshaft für 5,95 Euro. Und dann, weil ich ja so viel Blau gekauft habe und ich habe ja nichts Blaues eigentlich, also nichts ist übertrieben, ich habe wenig blaue Sachen in meinem Kleiderschrank und auch was Schmuck betrifft, deswegen mussten diese schönen Ohrringe hier mit. Die haben so einen blauen Stein für 4,95 Euro, die stelle ich mir nämlich dann total schön auf die Shorts dann eben vor. Und bei Brigitte Brigitte, wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger her, diese schönen Ohrringe hatte ich euch nämlich dann auch bei Instagram gepostet, deswegen muss ich sie euch zeigen. Und zwar sind es diese hier. Also ich habe die gesehen und habe mir erst so gedacht, boah, das sind ja total Fasching, ne? Aber dann habe ich sie so an mein Ohr gehalten und als ich dann so meine Haare so ein bisschen zurückgemacht habe, habe ich mir gedacht, boah, die schauen eigentlich total schön aus. 14,95 Euro ist natürlich auch echt ein stolzer Preis für so Modeschmuck, aber mir gefallen sie total gut. Ich habe jetzt auch schon echt viele Komplimente für die bekommen. Und dann hatte ich mir an dem Tag noch eher schlichtere mitgenommen und zwar sind es diese hier. Finde ich halt auch super edel, einfach schlicht und machen halt mal was her. Ich finde, sowas peppt halt auch nochmal ein Outfit auf, wenn man halt was Schlichtes anhat und dann so schöne Ohrringe. Ja, da ist man halt angezogen. Und dann haben mich noch zwei Broschen gereizt. Und zwar zum einen diese hier. Es ist nämlich so, dass ich total gern Schals trage. Die sind so ein bisschen vom Stoff her wie so Satinstoff, ne? Also die sind ja so ganz fluffig, weich. Und dadurch, dass es ja kein Loop ist, ne? Logisch, Schal, kein Loop, hängen die mir hier vorne so komisch runter. Und deswegen, wenn man so eine schöne Brosche hat, kann man sich das nochmal so dran stecken. Und das wertet halt das Outfit auch nochmal auf. Und dann hatte ich noch diese wunderschöne Ballerina hier mitgenommen. Die hat mir halt auch total gut gefallen. Ich meine, die haben je um die 5 Euro gekostet. Und ihr wisst ja, dass ich Lionel Richie liebe und Lionel Richie hat ja das Lied Ballerina Girl und irgendwie ist mir das sofort in den Sinn gekommen. Und ja, sieht halt wirklich ganz edel aus. Ja, das war es soweit von meinem Einkauf. Das wollte ich euch zeigen. Ihr habt euch dieses Video gewünscht, nachdem ich das Bild auf Instagram gepostet habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal euer Feedback dalassen. Wie gesagt, vielleicht habt ihr eine kleine Inspiration bekommen, was die Klamotten bei H&M betreffen. Dann geht los. Schaut sie euch nochmal an, probiert sie an. Und wenn sie euch stehen, ja, warum nicht, dann nehmt sie euch mit. Ich habe schon gesagt, Mensch, es fängt ja schon früh an, dass ich jetzt für den Frühling shoppen gehe. Aber das ist echt eher selten, dass ich, wie gesagt, Röcke und so Shorts finde. Also ganz selten. Und ja, ich bin jetzt ganz, ganz glücklich und ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß. Ich beende dieses Video. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!